Unser nächster Gast gilt als die Entdeckung der letzten Jahreshauptversammlung vom Bund Westfälischer Karneval, meine Damen und Herren. Ihm ist es gelungen, in einem sehr leidenschaftlichen Vortrag eine Schar sitzungsgeschwächter Karnevalsfunktionäre wieder ins Leben zurückzuholen. Und wir alle wissen, wie schwer das ist, ihn neues Leben einzuhauchen. Und weil er eine so großartige Leistung vollbracht hat, ist er heute direkt hierhin standrechtlich eingeladen worden. Ich bitte um einen Premierenapplaus für Christoph Brüske. Ach, herrlich, herrlich, was für eine Musik und ja, danke für diese unglaubliche Anmoderation. Lieben Dank, Uwe, ganz genauso, wie ich aufgeschrieben hatte. Münster, die Perle Westfalens, der G-Punkt am Aasee. Und, oder wie man es ausspricht, ich weiß es nicht. Und vor allen Dingen die Radfahrerhauptstadt Europas, wobei ich habe mich belehren lassen, keiner sagt mehr Radfahren, das nennt man jetzt veganes Reiten. Man muss ja mit der Zeit gehen. Man muss mit der Zeit gehen. Wobei, mir ist in Münster aufgefallen, die Leute fahren wirklich noch Fahrrad, richtige Fahrräder, nicht diese überteuerten E-Bikes. Da frage ich mich immer, was ist das denn? E-Bikes, Sport mit Hilfsmotor, so eine Art betreutes Strampeln. Ja. Ideal für alle, denen Radeln zu rasant, aber ein Treppenlift zu wenig Fahrspaß macht. Aber wisst ihr, warum ich Münster auch so mag? Soll ich euch das mal sagen? In Münster hatte die AfD mit 4,9% ihr deutschlandweit schlechtestes Wahlergebnis. Jawohl! Das muss man mal sagen. Aber eins ist klar, hier sind noch normale Leute in Münster. Aber es ist doch irgendwie verrückt, ist euch das mal aufgefallen, obwohl es kaum noch korrekte Politiker gibt, sollen wir alle mittlerweile politisch korrekt sein. Auch in der Sprache. Wisst ihr, man sagt ja nicht mehr Weihnachtsmarkt. Nein, das ist ein Wintermarkt. Es gibt keinen St. Martins-Umzug mehr. Nein, das heißt jetzt Sonne, Mond und Sternelauf. Mein Vater hat sein ganzes Leben Wasserhähne montiert. Jetzt muss es auch Wasserhennen geben. Ich habe mittlerweile Angst, was verkehrt zu machen. Ich muss mal fragen, gnädige Frau, darf ich zu Ihnen noch Frau sagen überhaupt? Oder sind Sie jetzt ein Mensch mit Menstruationshintergrund? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ihr versteht das hier in der Halle und auch draußen an den Bildschirmgeräten und Gerätinnen. Es sind mittlerweile so viele bekloppte Staatschefs auf der Welt. Dieses Trampeltier mit Twitter-Tourette. Ich verstehe die USA nicht. 330 Millionen Einwohner, aber nicht ein vernünftiger Friseur. Weißt du? Das kann doch nicht wahr sein. Wobei, offen gestanden, bei diesem Donald Trump ist mir die Frisur eigentlich egal. Mich ängstigt viel eher das Vakuum da drunter. Oh, alleine an... Ja, lasst es mal raus! Lasst es raus! Alleine an welche Begriffe wir uns gewöhnen mussten. Alternative Fakten, da muss man erst mal drauf kommen. Du hast keine Schulden mehr bei der Bank. Du betreibst alternative Kontoführung. Du gehst auch nicht mehr fremd. Nein, du hast alternative Begegnungen. Na prima. Aber
Aber wir sind ja so leicht mit der Kritik, wir Deutschen. Wir gucken ja immer nach Amerika und sagen, wie blöd sind die Amis. So blöd können wir nicht sein. Und soll ich euch mal was sagen? Doch, wer wissen will, wie doof manche junge Schülerinnen und Schüler sind, der muss nur Anfang des Jahres in das RTL-Dschungelcamp reinschauen. Wie heißt es nochmal? Hilfe, ich hab noch Hirn. Holt das da raus. Aber. Und du musst ja mittlerweile überhaupt nicht mehr ins Dschungelcamp, um doof zu sein. Wisst ihr, ein junger Realschüler aus Dortmund wurde gefragt, was sind die Nachbarstädte von Dortmund? Was hat er geantwortet? Polen und Holland. Ich muss mir mal vorstellen. Ich meine, wenn das so weitergeht mit den geografischen Defiziten, wird man irgendwann einen der schönsten Witze über das Ruhrgebiet gar nicht mehr verstehen, der da lautet, hey, deine Zähne sind wie Duisburg und Gelsenkirchen. Hä? Ja, da ist noch Essen dazwischen. Weißt du? Aber soll ich euch mal was sagen? Weißt du, unsere deutschen Politiker sind ja auch nicht viel besser. Wenn ich da unseren Finanzminister von der SPD sehe, Olaf Scholz. Hör mal, ein Sozi ist Finanzminister. Das wäre so, als wenn du dem Hund sagst, er solle auf die Leberwurst aufpassen. Was? Nee. Einer, der ist ja immer noch im Kabinett. Da muss ich sagen, wenn ich den sehe, da denke ich mir nur, der ist mittlerweile ein Fall für die Klapse. Du gibst alles, wenn du gibst. So viel Frust, den du noch schiebst. Keiner packt so gerne zu. So bist du der Horst von der CSU. Und wenn du denkst, dann denkt nur ein Teil von dir und der Rest ertrinkt im Weizenbier. Und wenn du gehst, dann geht nur ein Teil von dir, denn der Süder bleibt noch hier. Träumst von Zentren im Transit. Doch der Ösi macht's nicht mit. Ist zwar gut gemeint, doch ohne Tabu. So bist du der Horst von der CSU. Und jetzt alle! Und wenn du denkst, dann denk nur ein Teil von dir und der Rest ertrinkt im Weizenbier. Und wenn du schreist, dann schreit jeder Teil von dir, denn die Merkel ist noch hier. Jens Spahn hier aus Ahaus-Gronau, ein Mann, dem der Ehrgeiz schon die Haare vom Kopf gefräst hat. Der Spahn, der ist Jahrgang 1980, für CDU-Verhältnisse sowas wie der Justin Bieber des Parteipräsidiums.
Aber der Spahn, ach Gott, es gibt eine Geschichte, da hat er hier in Münster ein Krankenhaus besucht, geht durch den Gang, sieht einen jungen Mann in der Ecke kauern, spricht ihn an, kann ich Ihnen helfen? Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen? Wer sind Sie überhaupt? Ich bin Gesundheitsminister Jens Spahn und schon bald bin ich Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Ja, so fing es bei mir auch an, weißt du? Aber dann ist das. Wisst ihr, im Grunde genommen bleibt als Nachwuchshoffnung bei der CDU nur der Schäuble. Der Schäuble, der sagt, unter mir haben sie alle regiert. Ich kenne alle schwarzen Kassen und morgen hole ich der Königin ihr Kind. Und dann gibt es Spanferkel. Ne? Ja, liebe Narrinnen und Narren, alle drei Männer hatten keine Chance gegen diese Frau mit dem, ja man muss es ja sagen, gewöhnungsbedürftigen Namen. Ich frage mich, wo ist das Problem? Sie hat doch einen wunderschönen Vornamen. Annegreta, Annegret, der Name ist herrlich abgedreht. Kramkarrenbauer, nee, ist klar, drum nenn dich alle AKK. Annegret, auch Annegret, du zeigst den Männern, wie es geht. Wer deinen vollen Namen kennt, der schreibt ihn nicht aufs Transparent. Annegret, ach Annegret, die Merkel hast du abgesägt. Du bist eine Frau mit Kämpferherz, genau das fehlte Friedrich Merz. Annegret, ach Annegret, hat dich das Saarland auch geprägt. Denn manchmal heißt es an der Saar, vermählt sich ein Geschwisterpaar. Annegret, ach Annegret, du bist so herrlich unkonkret. Nur Schwulen-Ehe ist tabu, wo lebt ihr bei der CDU? Annegret, ach Annegret, du bist doch eigentlich up to date. Den Schäuble hast du überrannt, schon wähnst du dich im Kanzleramt. Annegret, ach Annegret. Der Uwe. Ich glaube, ihr habt es alle gemerkt. Dieser Mann hat extra Gesang studiert für diese Premiere bei Westfalenhaut auf die ein dreifach kräftiges Münster. Christoph Brüske. Westfalen. Kannst wiederkommen. Mach gut.